Salü und herzlich willkommen zu unserer Folge des Podcasts aus dem Seminar Koloniallinguistik an der Germanistischen Fakultät der TU Dresden. Wir, das sind Anna und Bettina, wollen in dieser Episode einen Blick auf die belgische Darstellung der heutigen Demokratischen Republik Kongo werfen, indem wir den Comicband des Autors Georges Remy, der Allgemeinheit eher unter seinem Künstlernamen Hergé bekannt, Tonton au Congo, zu Deutsch Tim im Kongo, aus dem Jahre 1931 bzw. 1946 kritisch unter die Lupe nehmen. Dabei beginnen wir mit dem grundlegenden historischen Kontext und schauen uns das Verhältnis und die Entwicklung der Beziehungen zwischen Belgien und seiner ehemaligen Kolonie Belgisch-Kongo, der späteren Demokratischen Republik Kongo, im Zeitraum von 1885 bis 1960 an. Diese Informationen im Hinterkopf behaltend, ordnen wir das Leben und Wirken von Georges Remy inklusive seines Comicbandes Tim im Kongo und die Umstände dessen Entstehung und Veröffentlichung in die damalige Zeit ein. Da sich gerade dieser Band der Abenteuer von Tim und Struppi des Öfteren scharfen Rassismusvorwürfen ausgesetzt sah und immer noch sieht, möchten wir im Folgenden anhand dreier Schwerpunkte untersuchen, inwiefern rassistische Stereotype aufgezeigt werden. So viel sei jetzt bereits verraten. Ein Klischee folgt dem nächsten. Neben vielen Abenteuern bei Großwildjagden begegnet man naiven Volksstämmen, die von ihren Medizinmännern betrogen werden, und erlebt den weißen, missionierenden Helden Tim, wie er afrikanische Kinder unterrichtet. Abschließend möchten wir den Fokus auf die Betrachtung der Sprache im Comic legen, wobei genauer untersucht werden soll, inwiefern dieser als Mittel zur Hierarchisierung verschiedenfarbiger Akteure instrumentalisiert wird. Natürlich bleibt ein Fazit unsererseits nicht aus. Beginnen wir mit einem Blick in die wohlgemerkt sehr dunklen Seiten der belgischen Geschichtsbücher der Kolonialzeit als Rahmen des gesamten nun folgenden Diskurses. Das Land Belgien war um 1900 durch die zahlreichen Exporte von Bodenschätzen wie Kohle, Zink, Aluminium und Kupfer eine große Wirtschaftsmacht, hatte jedoch vor allem nach dem Ersten Weltkrieg mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und trieb so die Ausbeutung seiner Kolonien dementsprechend stetig voran. Die heutige Demokratische Republik Kongo war von 1885 bis 1908 das Privateigentum des belgischen Königs Leopold II. Sein Ziel lässt sich mit dem folgenden Zitat prägnant zusammenfassen: der Zivilisation den einzigen Erdteil zugänglich zu machen, in den sie noch nicht vorgedrungen ist, und die Finsternis zu durchdringen, die noch ganze Völker umhüllt. Dies ist ein Kreuzzug, der unseres Jahrhunderts des Fortschritts würdig ist. Über die bereits in Afrika lebenden Menschen verliert er an dieser Stelle kein Wort. Stattdessen erlaubte dieses Modernitätsnarrativ als Teil der rassistischen Ideologie eine Umdeutung der gewaltsamen Einnahme des afrikanischen Kontinents als Bürde des weißen Mannes. Es überlebte den Kolonialismus und prägte die Grundlagen für den postkolonialen Entwicklungsdiskurs. Spätestens hier sollte man als politisch korrekt denkender Mensch stutzig werden, wenn Leopold II. 1878 dem berühmten Forschungsreisenden Henry Morton Stanley als prominenten Leiter seiner afrikanischen Mission verpflichtet. Offiziell sollte der Afrikaforscher und Buchautor die unbekannten Teile Afrikas im Namen des belgischen Königs wissenschaftlich erforschen. Inoffiziell hingegen beauftragte Leopold ihn, Land zu erwerben. Land eines Kontinents, den Stanley später zugab zu verabscheuen. In nur wenigen Jahren schloss er mit etwa 450 Stammesfürsten Verträge ab, in denen diese ihr Land der belgischen Krone überschrieben. Vom November 1884 bis Februar 1885 fand auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Bismarck in Berlin die Kongo-Konferenz statt, um Regelungen für die Handelsfreiheit am Kongo und am Niger zu treffen. Schlussendlich brachte Leopold die 14 europäischen Staaten und die USA dazu, den von ihm erworbenen unabhängigen Kongo-Staat als seinen persönlichen Privatbesitz anzuerkennen. Ungewöhnlich, da Kolonien normalerweise Staaten gehören und nicht Privatpersonen. So wurde der belgische König Besitzer eines Landes, das etwa 70 Mal so groß war wie Belgien. Ein einzigartiger Status in der Kolonialgeschichte. Weniger einzigartig war die immer größere Ausmaße annehmende Ausbeutung der Kolonie. Das Objekt der Begierde, Naturkautschuk für Luftreifen. Jedes Dorf musste eine bestimmte Menge Kautschuk liefern. Wurden Lieferquoten nicht erfüllt, wurden die Verantwortlichen oder deren Frauen ermordet. Statt Freiheit herrschte Grausamkeit und Zwangsarbeit. Mit dem Blutgeld der erwirtschafteten Gewinne finanzierte der belgische König Prachtbauten wie das heutige Königliche Museum für Zentralafrika in der Nähe von Brüssel.
Ob diese Ironie Absicht war, sei an dieser Stelle dahingestellt. Die brutale Ausbeutung des Landes und der Bevölkerung ging als Kongo-Gräuel in die Geschichte ein. Ein Ende der Schreckensherrschaft war jedoch in Sicht. Der britische Journalist Edmund Morrell entdeckte, dass Schiffe, die in den Kongo fuhren, fast nur mit Waffen und Ketten beladen wurden. Anfang des 20. Jahrhunderts organisierte er eine Menschenrechtskampagne, indem er verschiedene Berichte und Fotografien von Schwarzen mit abgehackten Händen veröffentlichte, um weltweit auf das Ausmaß der Unterdrückung aufmerksam zu machen. Nachdem diese Anschuldigungen des Sklavenhandels, der Zwangsarbeit und der menschenunwürdigen Ausbeutungspraktiken bestätigt wurden, wuchs der Druck auf den belgischen König. Die Folge: Leopold verkaufte den Freistaat Kongo im Jahr 1908 an den belgischen Staat. Fortan trug die Kolonie den Namen Belgisch-Kongo und hieß so bis zur Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960. Zwar wurden Reformen erlassen und die Zwangsarbeit offiziell abgeschafft, aber an den Zuständen der einheimischen Bevölkerung änderte sich nichts. Zwischen 1880 und 1920 wurde die Bevölkerung des Kongos halbiert. Über 10 Millionen Menschen starben durch koloniale Gewaltverbrechen, Hunger oder Entkräftung durch Überarbeitung und Krankheiten. Belgien wurde durch die Ausbeutung der Agrarerzeugnisse Kautschuk, Palmöl und Kaffee sowie der Bergbauprodukte Kupfer, Blei, Zink und Diamanten zu einer erfolgreichen Kolonialmacht. Die einheimische Bevölkerung hingegen war nicht nur von den politischen und militärischen Entscheidungen weißer Eliten weiterhin ausgeschlossen, sondern wurde bis zur Unabhängigkeit 1960 systematisch ausgebeutet. Georges Rémy, dessen Künstlername Hergé sich aus der französischen Aussprache seiner umgedrehten Initialen RG, also RG, herleitet, hatte eine Kindheit und Jugend verbracht, die typisch für das Belgien des frühen 20. Jahrhunderts ist. Das heißt katholische Schule, Pfadfinder und später Mitarbeiter beim katholisch-konservativen Wochenblatt Le XXe Siècle. Als er dort Chef der Jugendbeilage wurde, begann er mit dem Comiczeichnen. 1907 in Brüssel geboren, meldet sich Hergé mit nur 14 Jahren bei den Pfadfindern seiner Schule an und zeichnet für die Pfadfinderzeitung Jamais Assez, dann ab 1923 für den Le Bois Goût, eine nationale belgische Zeitung mit monatlichem Erscheinen, und beginnt im Folgejahr bei der Zeitung Le XXe Siècle, wo er auf verschiedenste Weisen Illustrationen und Abbildungen liefert. Nur 4 Jahre später, 1928, übernimmt Hergé nach einer Bitte des Priesters Vallès die Rolle des Chefredakteurs von Le Petit Vingtième, einer Kinder- und Jugendbeilage zum Le XXe Siècle. Und an dieser Stelle sei bemerkt, dass eben dieser Pfarrer ein großer Verehrer des italienischen Faschisten Mussolini gewesen ist. Und warum dies interessant ist, wird im Folgenden klar, wenn wir uns spezifisch mit der Entstehung des Bandes Tim im Kongo beschäftigen. Jener bekannte Held mit dem Allerweltsgesicht und sein pelziger Freund Struppi erblicken 1928 das Licht der Welt und werden auch nach der Ende der Zeitschrift Le XXe Siècle im Jahre 1940 nichts von ihrer Beliebtheit einbüßen. Vor seinem Tod durch Leukämie am 3. März 1983 hatte Hergé verfügt, dass niemand Tim und Struppi weiterführen dürfe. Tim und die Picaros von 1975 blieb wirklich das letzte Werk von Hergé. Es sei also angemerkt, dass Hergé die Gestaltung des Comicbandes Tim im Kongo nicht aus der Luft griff. Der Kongo als eine belgische Kolonie war ihm durch die Bilder der Medien bekannt, auch wenn er selbst nie einen Fuß in dieses Land gesetzt hatte. Jedoch kann die gewollt positive Gestaltung der belgischen Kolonialherrschaft im Kongo nicht unter dem Vorwand der allgemeinen Begeisterung für eben diese gerechtfertigt werden. Der spätere Literaturnobelpreisträger André Gide schrieb beispielsweise 3 Jahre zuvor Voyage au Congo und kritisierte dort die Ausbeutung und das kolonialistische Benehmen der Weißen scharf. Der französische Journalist Albert Londres schrieb Terre des Bains, le Traité des Noirs und prangerte die Zustände beim Bau der Eisenbahn im Kongo an. Stattdessen kommen viele von Hergés Inspirationsquellen aus dem heutigen Königlichen Museum für Zentralafrika. Weitere genutzte Informationsquellen waren Prospekte, Reiseführer und Monographien, die in Belgien nach der Reise von König Albert und Königin Elisabeth in den Kongo im Jahr 1928 veröffentlicht wurden. Jedoch vermittelten diese Veröffentlichungen
ein sanftes Bild der Kolonie mit ihren naiven und fröhlichen Schwarzen, vorbildlichen Siedlern und hingebungsvoll wirkenden Missionaren. Folglich findet sich auch im Comic selbst, folglich finden sich auch im Comic selbst die vorherrschenden Stereotype dieser Zeit. Hergé sagt, er erzähle nur das, was die großen Kolonialisten sagten. Und hier ein Zitat von ihm: Meine einzige Quelle war das, was die alten Kolonialisten erzählten. Sie sind wie große Kinder, sie sind stinkfaul und ab und zu muss man sie mit der Peitsche antreiben. Das war das gängige Bild, aber es war weder diskriminierend noch rassistisch. Ach, klar war es rassistisch, aber unwissentlich. Tim im Kongo ist rassistisch. Das befand zumindest auch eine britische Kommission für Rassengleichheit im Jahr 2007. Was ist also dran an diesen Vorwürfen? Der reine Inhalt des Comics lässt sich schnell zusammenfassen. Tim und Struppi reisen gemeinsam nach Belgisch-Kongo. Sie erleben allerlei Abenteuer, gehen auf Großwildjagd, treffen Einheimische und jagen Verbrecher, die einem Diamantenschmugglerring im Kongo angehören. So viel sei zumindest objektiv gesagt. Und wir bitten bereits an dieser Stelle um Verständnis, wenn die Objektivität unsererseits hinsichtlich der Ausführung demnächst etwas nachlassen wird. Denn allein die Tatsache, dass der Belgier Tim einen amerikanischen Ring von Diamantenschmugglern, der den Kongo ausbeuten will, stellt, trieft vor Ironie. Die Zusammenhänge der Entstehung des Werkes machen bereits vieles deutlich. Am 5. Juni 1930 beginnt der Band peu à peu wöchentlich in der Kinderbeilage Le Petit Vingtième der Brüsseler katholischen Tageszeitung Le Vingtième Siècle zu erscheinen. Das Gesamtwerk wird am 10. Juni 1931 veröffentlicht. 1946 erfolgte eine überarbeitete Neuauflage in Farbe. Ursprünglich war nach Russland im ersten Band die USA als nächstes Reiseziel geplant. Hergé wollte seiner Kommunismuskritik eine Kritik am Kapitalismus folgen lassen. Sein Vorgesetzter Wallace forderte ihn jedoch dazu auf, Tim und Struppi in den Kongo reisen zu lassen. Der katholische Mussolini-Verehrer beabsichtigte damit, die Kolonialherrschaft Belgien im Kongo öffentlichkeitswirksam positiv darzustellen. Durch den Einfluss der konservativen Redaktion wurde aus Tim im Kongo eine Rechtfertigung und Werbung für die Kolonialisierung des afrikanischen Landes, ein Propagandawerk für das koloniale Unternehmen. Selbst die 1946 erschienene Neubearbeitung verwischt nur die konkreten Bezüge zur Kolonialzeit und lässt den rassistischen Stereotyp völlig unberührt. Diese Fassung hat bis 1997 23 Auflagen erlebt. Die letzte erschien nahezu gerade parallel zu den Berichten über den kongolesischen Bürgerkrieg. Auch spätere Auflagen schenken dem Rassismusvorwurf keine Beachtung. Lediglich alle Hinweise auf Tims belgische Herkunft und der Reise in eine Kolonie Belgiens aus der Originalfassung werden getilgt. So unterrichtet Tim in der Version von 1931 noch Geographie und erzählt den afrikanischen Kindern etwas über ihr Vaterland Belgien, während er es in der aktuell vorliegenden Fassung bei einer simplen Additionsaufgabe belässt. Mit der Zeit befindet Hergé weitere Panels für nicht länger tragbar und verändert diese oder löscht sie. Der erwünschte Effekt trat ein. Ein großer Erfolg des Werkes in Belgien. Selbst spätere Rassismusvorwürfe trieben die Verkaufszahlen weiter in die Höhe. In Deutschland erschien das Werk erst 1976. Zu problematisch fand man im Nachkriegsdeutschland die behandelten Themen. Ein Vorwort zum historischen Zusammenhang zwischen der Ausbeutung Afrikas und der Industrialisierung und dem Wohlstand Europas und Amerikas gibt es in den meisten Fassungen nicht. Nur in den USA und im Vereinigten Königreich existierte ein solches Vorwort, weil sich die Verlage dort durchsetzen konnten. Das Ausradieren einzelner rassistischer Begriffe wie Neger hat keine weiteren Konsequenzen auf die Grundhaltung in den späteren Ausgaben. Erst später verlässt Hergé diesen rassistischen Morast. Michael Farr schreibt hierzu, Zitat, sehr viel später, als ihm die kongolesische Unternehmung peinlich geworden war und er sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt sah, brachte Hergé in einem seiner Interviews mit Numa Sadoul folgende Erklärung vor.
Zitat im Zitat. Wie beim Tim im Lande der Sowjets war ich auch beim Kongo voller Vorurteile, die aus dem bürgerlichen Milieu stammten, in dem ich verkehrte. 1930 wusste ich über diese Leute nur das, was sich die Leute zu jener Zeit erzählten. Die Afrikaner sind wie große Kinder. Sie können sich glücklich schätzen, dass wir jetzt da sind und so weiter. Und so habe ich diese Afrikaner gezeichnet, im reinsten paternalistischen Geist. Ganz so, wie es in jenen Jahren in Belgien vorherrschte. Zitat Ende. Es ist also unmöglich, das Werk von seinem historischen Umfeld losgelöst zu betrachten. Wie auch in späteren Bänden lässt sich Hergé stets im Strom seiner Zeit treiben. An dieser Stelle möchten wir den Fokus auf drei Schwerpunkte legen, die nicht nur ethische Missgriffe im besprochenen Comic darstellen, sondern den Rassismusgedanken deutlich mittragen. Allerdings werden wir hauptsächlich den letzten der drei Aspekte weiter vertiefen. Zunächst wäre auf das positive Bild des weißen Missionars zu verweisen, der sinnbildlich für den guten Fortschritt der belgischen Zivilisierung steht. Belgien gab dem Kongo einen Hafen, Straßen, Gleise. Der Höhepunkt der Lobpreisung europäischer Technik erfolgt in der Begegnung von einem von Weißen produzierten Auto, welches eine afrikanische Eisenbahn entgleisen lässt. Spätestens an dieser Stelle sollten die Alarmglocken der Lesenden läuten. Neben diesem Fortschrittsoptimismus wird die Missionierung des Kongos durch Belgier gerechtfertigt und beschönigt. Ein weißer Missionar beispielsweise rettet Tim gleich zweimal das Leben. Wobei die traditionelle weiße Kleidung des Missionars in einem noch stärkeren Kontrast zu der dunklen Haut der ihm anvertrauten Lernenden steht. Tim begleitet den Mann in seine Mission, unterrichtet dort die Kinder und rettet diese sogar vor einem wilden Leoparden. Kritisch ist allerdings, dass der Unterricht erneut unterbrochen wird, weil es für die Lehrperson zur Essenszeit läutet. Anzunehmen, dass Hergé das persönliche Wohl der weißen Lehrenden über die afrikanischen Kinder stellt, wäre vielleicht etwas dreist, jedoch kam es uns durchaus in den Sinn. Kongolesen gelten als bestenfalls gutgläubige, schlimmstenfalls gefährlich ignorante Wilde, denen man das Licht der Zivilisation in Form katholisch-missionarischer Erziehung zu bringen gedenkt. Ich hoffe, ihr hört unsere Ironie. Die Missionierungspropaganda wird zusätzlich durch religionsgefärbte Äußerungen von Tim und Struppi gestützt, die jedoch in späteren Bänden nachlassen. Tim selbst sei ein, Zitat, natürlicher Christ. Zwar sehe ihn man ihn nie beim Gebet oder ein Kreuzzeichen machend, doch seine ganze aufrechte, ehrliche und auf Verstehen angelegte Art entspräche der eines guten Katholiken. Dem Bild eben dieses guten Katholiken widerspricht vor allem sein Umgang mit der einheimischen Tierwelt Afrikas. Tim frönt der Großwildjagd, misshandelt Raubtiere, tötet Elefanten für deren Elfenbein, erschießt unzählige Gazellen, weil sie ihm wie eine einzige erscheinen, ermordet einen Büffel mit einer monströsen Steinschleuder, häutet einen Affen und sprengt in der Originalausgabe schlussendlich ein Nashorn mit einer Stange Dynamit in die Luft. Wenigstens diese obszöne Szene streicht Hergé in späteren Auflagen. Alle anderen Gräueltaten sind bis heute auch in der deutschen Ausgabe des Comicbandes erhalten. Aus postmoderner Sichtweise finden wir für diesen abscheulichen Umgang mit den afrikanischen Lebewesen schlichtweg keine Worte. Betrachtet man Tim im Kongo jedoch als Werk seiner Zeit, kommt hier der Dualismus Descartes zu tragen. Laut dem Tiere nur seelenlose biologische Maschinen wären, ihnen Leid anzutun, ist folglich nichts Besonderes. Leider verbessert sich diese Darstellung der menschlichen afrikanischen Bevölkerung im Vergleich zur tierischen nur marginal. So viel sei vorweggenommen. Die starke internationale Kritik an der Darstellung Afrikas und seiner Bewohner gipfelt in der Anklage eines jungen kongolesischen Studenten, der den Verlag wegen der Darstellung von Dunkelhäutigen als dumm, arbeitsscheu und unfähig verklagte und den Band verbieten lassen wollte. Dagegen werde der weiße Tim als überlegener Kolonialherr gezeigt. Dies sei, Zitat, eine Beleidigung für jeden Menschen schwarzer Hautfarbe, Zitat Ende, und ein Verstoß gegen ein Gesetz gegen den Rassismus von 1981. Jedoch scheiterte die Klage nach jahrelangem Prozess 2012. Die Richter folgten der Auffassung des Staatsanwalts. Dieser hatte argumentiert, Hergé habe mit dem Comic nicht zum Rassenhass aufstacheln wollen. Vielmehr spiegele seine Darstellung der Afrikaner die damalige Zeit wider. Zudem zeige das Buch Tim in einem Konflikt mit einer Gruppe von Gangstern, und bei diesen handele es sich schließlich um Weiße.
Für uns klingt das gefährlich nach der Phrase »Ich bin kein Rassist, aber«. Das vermittelte Afrika-Bild im Comic wurde bereits mit den vorangegangenen Punkten angeschnitten. Infolgedessen wollen wir uns nun aber genauer mit visuellen und sprachlichen Konstruktionen von Schwarz und Weiß beschäftigen. Inwiefern wird entlang dieser Kategorien ein Wir und ein Die Anderen als Gegensätze konstruiert? Inwiefern wird an der Idee des bereits hochentwickelten Weißen Westens und des sich erst entwickelnden, also noch nicht entwickelten Rest der Welt festgehalten? Die Darstellung der Afrikaner selbst erfolgt sehr eindimensional und stereotyp, sowohl in visueller als auch in sprachlicher Hinsicht. Daran, dass diese Darstellung rassistisch ist, besteht nicht der Hauch eines Zweifels. Allein die stereotype Darstellung mit übertrieben dicken Lippen, schwarzer Haut, kurzen schwarzen Haaren und oftmals nur mit einem Lendenschurz könnte man vielleicht noch verzeihen und auf die jugendliche Unwissenheit Hergés mit 23 Jahren zurückführen. Jedoch begegnet Tim auf seiner Reise gut 50 oft namenlosen Afrikanern und sie sehen nun mal eben alle gleich aus. Die Tatsache, dass der sehr breite Mund durch dieselbe einfache Technik wie bei der Darstellung der Affen im Band entstand und somit näher an Tiere als an Weiß rückt, macht es nur noch schlimmer. Selbst das Französisch oder auch das Deutsch der Affen ist besser als das der Kongolesen. Struppi wird zum Stammeshäuptling erhoben und bei der Reparatur der entgleisten Eisenbahn zeigt sich der europäische Hund allemal empfänglicher für Kausalitätsketten und Lektionen in Arbeitsethik als die Kongolesen. Tim hilft selbstverständlich nicht. Er belässt es beim Schimpfen. Dunkelhäutige Menschen werden auch hier auf bestimmte Rollenmodelle festgelegt und auf Opfer, Hilfsbedürftige, Versklavte, Schützlinge und Fremde reduziert. Allesamt Zuschreibungen, die entlang von rassistischen Kategorien konstruiert werden, wobei stillschweigend eine weiße Überlegenheit impliziert wird. Somit zeichnet Hergé die Afrikaner als primitive Wesen mit beschränkten Bedürfnissen und einer unterentwickelten Sprache, die sich hauptsächlich in ihren sprechenden Infinitiven manifestiert. Dazu später mehr. Entsprechend der in Europa vorherrschenden Vorstellung erscheinen die Kolonisierten in der kongolesischen Episode mal als naive und ängstliche Wesen, mal als fanatische und blutrünstige Individuen wie der Leopardenmann, der seine Opfer wie eine Katze schlachtet, wenn es Abend wird. Ein Motiv, welches es auch in den aktuellsten Tarzan-Filmen mit Christoph Waltz geschafft hat. Das rassistische Bild der vernünftigen Weißen und der infantilen, rückständigen und undisziplinierten Schwarzen lässt Letztere zu den anderen, nicht zugehörig, fremd und exotisch, unterlegen, ungebildet und unterentwickelt erscheinen. Hervorgehoben wird dies durch die Aussagen von Struppi, der Tims Boy Coco als überängstlich und wenig intelligent charakterisiert. Interessanterweise fehlt in der späteren deutschen Ausgabe diese direkte Diskriminierung. Hinzu kommt, dass der Medizinmann des Marodi-Stammes, Tsetse Groba, den Komplott der Bösewichte gegen Tim unterstützt. Hergé zeichnet den Medizinmann als korrupten Machtmenschen, der die ihm zugeschriebene Spiritualität allein zum Zweck der Unterdrückung seiner abergläubischen Stammesgenossen ausnutzt. Die Dummheit des Stammes wird angesichts der Medien verdeutlicht. So suchen sie einen Geist im sprechenden Grammophon oder werfen Speere auf die Leinwand, die das wahre Geschehen des Komplotts zeigt. Die Gegenüberstellung von korrupter, nativer Religion in Form von Tsetse Groba und dem makellosen Christentum in Form von Tim gipfelt in Struppis Exklamation »Der spinnt« und Tims Aussage, Tsetse Groba sollte sich nicht lächerlich machen, indem er ihn zu Unrecht beschuldige, den Götzen gestohlen zu haben. Es ist Tim, der als der noble Fremde, als Le Bon Blanc, der gute Weiße auftritt, obwohl er die Afrikaner gängelt und belehrt, als herrischer und ungeduldiger Schinder auftritt oder sich wie ein Kolonialherr in einer Sänfte umhertragen lässt. Er ist gesund, mutig, einfallsreich, wohlhabend, gebildet und gestaltet sein Leben aktiv. Wie alle anderen weißen Menschen gilt er als entwickelt, zivilisiert und rational. Sein Auftreten gegenüber den Afrikanern gleicht dem eines Messias und versinnbildlicht gleichermaßen die technische Überlegenheit der Weißen. Tim wird stets mit Meister, mein Herr oder Massa angesprochen. Selbst Struppi sprechen die Afrikaner mit Massa, Massa Hund an. Als inszenierte Inkarnation der Transzendenz des Guten scheint er das reine Produkt der christlichen Ideologie jener Zeit zu sein. Am besten zeigt sich das in der Begrüßung der beiden Protagonisten bei ihrer Ankunft im Kongo. Eine riesige Menschenmenge jubelt ihnen zu, sie werden wie Berühmtheiten empfangen und auf den Schultern der Einheimischen bis zum Hotel getragen. Die propagandistische Strategie wird deutlich.
Der weiße Belgier wird im Kongo euphorisch im Hafen begrüßt. Es entsteht das Bild der primitiven Wilden, die sich über Ankunft der beliebten Weißen freuen. Das Tragen der Angereisten setzt sich im Laufe des Comics wie gesagt fort. Schwarz tragen Tim in einer Sänfte, ein Fortbewegungsmittel, welches im Kongo nur für Weiße reserviert war. Für den Belgier ist dies selbstverständlich, nie äußert er Mitleid oder Dankbarkeit. Sein Status, den er genießt, ist außergewöhnlich, fast immateriell. Als Häuptling der Marodi regelt er die Probleme wie, Zitat Struppi, König Salomo. Er heilt die Kranken oder teilt einen Hut in zwei Teile, um Streitende zu vereinen. Dabei hilft ihm stets die westliche Technik in Form von Elektromagneten, Kameras oder Medikamenten. Gottesgleich werden er und Struppi selbst nach ihrer Abreise durch Statuen verehrt und angebetet. Afrikanische Kinder wollen und sollen so werden wie er. Die mündliche Geschichtsvermittlung des Stammesältesten beinhaltet bereits die jüngste Vergangenheit von Tims Besuch. Sie zeigt die internalisierte und voll akzeptierte Präsenzia in Absentia der Europäer. Tims Filmkamera bleibt im Kongo. Seine festgehaltene Vision des Kongo, ausschließlich wilde Tiere und der korrupte Medizinmann, verbleiben am Ort ihres Ursprungs, wo sie dazu dienen können, den Eingeborenen die Selektivität des europäischen Blicks durch Wiederholung plausibel zu machen. Ich denke, die hierarchisierenden und antithetischen Konstruktionen von Schwarz und Weiß, von Afrika und Europa, sind deutlich geworden. Die unreflektierten Schwarz-Weiß-Konstruktionen finden ihren Ausdruck in der Reproduktion weißer kolonialer Perspektiven. Afrika und schwarze Menschen werden objektiviert, indem aus einer dominanten weißen Perspektive über die, Zitat, Probleme Afrikas gesprochen wird. Diese defizitäre Betrachtung wirkt umso rassistischer, als die historischen Verbrechen, die zur Ausplünderung des Kontinents sowie zur Ermordung und Versklavung der Bewohner führten, verschwiegen werden. Somit wollen wir abschließend untersuchen, inwiefern Sprache im Comic als Hierarchisierungselement von Weiß und Schwarz verwendet wird. Rassismen in der Sprache stehen hier als eine Ideologie im Dienste der Aufrechterhaltung von Machtasymmetrien und globaler Ungleichheiten. Gleich zu Beginn ist zu erwähnen, dass Hergé in Tim im Kongo gezielt mit den Farbadjektiven Weiß und Schwarz inklusive ihrer dementsprechenden Konnotationen arbeitet. Jedoch sind auch die jeweiligen sprachlichen Äußerungen der verschiedenen Akteure auffällig. Die Sprache von Tim und Struppi zeichnet sich vor allem durch Transparenz aus, verweist nach Michel Foucault auf eine Form der klassischen Episteme. Gemeint ist damit das historische A priori, welches das Wissen und dessen Diskurse begründet. Zitat Foucault: Die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchien ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun hat und in denen er sich wiederfinden wird. Zitat Ende. Des Weiteren zeichnet sich die Sprache von Tim und Struppi durch eine gewisse Klarheit aus. Sie können über die Welt sprechen und kommunizieren direkt und haben kein Problem zu verstehen oder verstanden zu werden. Als Beispiel sei hier die Fähigkeit von Tim genannt, Tiere oder ausländische Sprachen ohne Probleme zu verstehen. Ihre Sprache zeichnet sich auch durch ihre rationale Logik, Präzision und Linearität aus. Seine Äußerungen sind sowohl zeitlich als auch logisch strukturiert. Seine Sprache basiert oft auf Argumentationen, die in der Regel die Form der Induktion annehmen. Im Gegensatz dazu steht die dargestellte Unfähigkeit der Afrikaner, sich grammatikalisch korrekt auszudrücken. Michael Farr charakterisiert ihre Sprechweise als a grammatically imperfect pidgin based on Swahili roots. Zitat Ende. Die Affen und der Hund im Comic sprechen hingegen korrekt Französisch oder Deutsch. Die Sprache der Kongolesen wirkt nicht zuletzt durch ihre schlechte Grammatik und die andersartige Aussprache sehr kindlich. Laut Aufzeichnung Hergés basierte dies auf damals herrschenden Vorurteilen und angeblich auch auf der Vorlage eines sehr schlechten Briefes eines Lesers aus dem Kongo. Ihnen unbekannte Wörter ersetzen die Afrikanerinnen durch das umgangssprachliche Substantiv Dingsbums. Verben werden in allen Zeitformen in ihrer einfachsten Form, dem Infinitiv, verwendet. Die Kongolesen werden geduzt und weiterhin erfolgen keine Unterscheidung zwischen Geschlecht oder Anzahl.
Ein einfaches Vokabular und eine simple Grammatik reichen, um zu kommunizieren. Oft verwenden die Afrikaner sogar nur kurze Ellipsen oder Ausrufe anstatt komplexer Sätze. Ebenso, dass die Grundfunktionen der Kognition und Kommunikation gegeben sind. In der Originalsprache Französisch nannte man diesen Jargon der Afrikanerin Petit Nègre, eine vereinfachte Version des Französischen. Dabei handelte es sich um eine Pidgin-Sprache, die zwischen 1857 und 1954 von ostafrikanischen Soldaten und ihren weißen Offizieren genutzt wurde, also um eine stark vereinfachte Sprache, die zur Verständigung von Menschen unterschiedlicher Muttersprachen diente. Übersetzt man es ins Deutsche, wird das Substantiv Kauderwelsch vorgeschlagen. Laut der Linguistin Leila Veron ist es aus einer kolonialen Ideologie heraus entstanden und zielte darauf ab, den Menschen, denen man die französische Staatsbürgerschaft nicht geben wollte, ein gebrochenes Subfranzösisch beizubringen. Der Begriff an sich tauchte am Ende des 19. Jahrhunderts auf und weist auf eine doppelte Disqualifikation hin. Es geht darum, Französisch wie ein Neger und wie ein Kind zu sprechen. Damit einher geht die rassistische Annäherung, Schwarze seien wie Kinder und benötigten eine natürliche und rationale Vereinfachung der komplizierten Sprache. 1926 wurde das Lehren von Petit Nègre offiziell verboten. Hergé verteidigte sich gegenüber den Vorwürfen seines rassistischen Sprachgebrauchs wie folgt. Zitat: Man warf mir vor, meine Schwarzen in Petit Nègre sprechen zu lassen, was bedeutete, dass ich schön und gut ein gemeiner Rassist bin. Aber wie soll man sonst den Eindruck vermitteln, dass Schwarze eben wie Schwarze sprechen? Ansonsten sind meine Schwarzen weder lächerlich noch erniedrigt. Oder sie sind es, aber ganz sicher nicht mehr als die Weißen oder die Gelben oder die Roten, die ich auf die Bühne bringe. All meine Charaktere sind Karikaturen. Vergessen Sie das nicht. Zitat Ende. Ja, diese starke Farbmetaphorik lassen wir nun mal im Raum stehen. Was fängt man nun also mit diesem Werk Hergés an? Verbannt man das Buch aus Kinderzimmern und Bücherregalen oder nutzt man es als Gelegenheit zum Gespräch, indem man die relevante Frage stellt, wohin wir als Gesellschaft streben wollen? Es steht außer Frage, dass es sich um ein konformistisches und stereotypes Album handelt, welches eindeutig Teil des damals vorherrschenden Diskurses der kapitalistischen, nationalistischen und katholischen Bourgeoisie und das, auch wenn es weit davon entfernt ist, eine authentische Malerei des Belgisch-Kongo der 30er Jahre zu sein, ein leider erschreckend hervorragendes Zeugnis über die damalige europäische Vorstellung von Afrika darstellt. Der Band bedient kolonialistische Klischees in kaum übersehbarer Fülle, gleicht beinahe einer bildlichen Apologie der belgischen Kolonialherrschaft im Kongo, einer Darstellung der offiziellen belgischen Ideologie des Paternalismus. Hergé wird auch in weiteren Bänden das Bild der angeblich naiven und blutrünstigen Eingeborenen pflegen und die Tugenden einer ebenfalls angeblich ehrenhaften Herrschaft verherrlichen. Somit ist auch der Comic nur einer von vielen historischen Schnappschüssen des imperialistischen Gedankenguts. In seiner historischen Naivität und Skrupellosigkeit ist Tim im Kongo auch ohne warnendes Vorwort genauso erschütternd wie lehrreich. Selbst große Bewunderer von Tim und Struppi müssen sich eingestehen, dass dieses Comicalbum des großen Hergé nicht unbedingt von jenem Naturalismus, jener Genauigkeit der Recherche und vor allem jenem Humanismus geprägt sind, für die man seine späteren Werke liebt und bewundert. Eher gleicht es naiver politischer Propaganda. Es handelt sich um eine Ansammlung von Klischees, Rassismen und Vorurteilen, die mit der Wirklichkeit des beschriebenen Landes so viel zu tun haben wie, Zitat, Entenhausen mit den Zuständen in einer Geflügelfarm, Zitat Ende. Gleichwohl hat uns der weiße, blonde Junge aus Belgien mit seinen Segnungen der Zivilisation, seinem Umgang mit einer anderen Kultur und seiner Vorliebe, so gut wie jede Tierart abzuschießen, die sich im Kongo herumtreibt, zum Nachdenken gebracht. Es geht nicht darum, Tim im Kongo zu verteufeln, aber es kritisch zu hinterfragen und das immer und immer wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und falls euer Interesse jetzt geweckt wurde, findet ihr nun abschließend Bildnachweise und weiterführende Literatur. Dankeschön.